Willkommen, liebe Angelfreunde aus dem wunderschönen Hessen. Wir sind aus einem ganz besonderen Grund da. Ich habe die Finalmuster unserer Diabolo X-Serie. Diabolo steht für einen Namen im Hause Balzer, umfassend von über 70 Rutenmodellen. Und hier inbegriffen sind drei Fiederruten. Drei Fiederruten, mit denen ihr quasi an jedem Gewässer auskommt. Als erstes habe ich hier die Method-Fiedern 3,30 Meter, dann eine Rute bis 150 Gramm Wurfgewicht und dann für die Strömungsangelei eine Rute bis 250 Gramm Wurfgewicht. Und jetzt kommt der Oberclou, die passenden Rollen für jede dieser Ruten haben wir auch. Hier beginnen bei der Method-Fieder-Rute, welche ich heute auch fischen werde, eine Allegra-Fiederrolle. Das Besondere daran ist, die hat unseren sensationellen Schnurclip, der beim Abzug des Fisches auslöst. Den Schnurclip braucht ihr dafür, um eure Wurfbegrenzung zu fixieren. Für die 150 Gramm Ruder haben wir eine Rollengröße in 4500, ebenfalls mit dem Release-Clip ausgestattet. Und bei der 250 Gramm Ruder eine 6000er Größe. Machen wir da ganz unkompliziert einmal die Schnur durch. Ich habe hier eine 0,22er Latinum Line. Die wird in Deutschland produziert. Sehr geschmeidig. Gehen wir hier durch alle Ringe einmal durch. Diesen Method Feeder müsst ihr einfach ganz unkompliziert einmal auf die Hauptschnur fädeln, den Wirbel mit einem euch vertrauten Knoten anknüpfen. Ich gehe da einmal durch die Öse, circa 8-mal rum, befeuchten. Und langsam zusammenziehen. Hält bombenfest. So, fertig ist die Montage. Jetzt brauchen wir noch einen Haken. Da verwende ich sehr gerne die ONA Method Feeder Haken mit Speer in der Größe 12, 14 und 16. Das Schöne am Speer Folgendes: Ihr nehmt hier einfach einen Boilie, ich habe hier Muster, und piekst den einfach hier drauf. Müsst nichts bohren, fertig ist es. Als Grundfutter verwende ich aus unserer Feeder Master Range das grüne Method Feeder Futter. Pack hier 1 Kilo rein. Method Feeder Futter zeichnet sich aus durch einen sehr hohen Fischmehlgehalt. Das sind Proteine, was die Fische am Platz hält. Dann mixe ich das an hier, diesen unbekannten Gewässer für mich, noch mit dem hellen Karpfenfleienfutter. Ein sehr süßliches Futter. Und mache hier ein halbes Kilo drauf. Einfach um fischig und süß in diesen warmen Frühlingstagen zu kombinieren. Rühre das im trockenen Zustand einmal miteinander um. Pack hier jetzt 500 Milliliter Wasser drauf. Mit der flachen Hand umrühren. Kurz einziehen lassen, dann habe ich hier Futtersieb. Mmh.
das Futter hier durch. Die groben Partikel entferne ich. Und so habt ihr einwandfreies Fiederfutter, welches sich ideal aus eurem Flatfeeder löst und die Fische am Platz hält. Dass man die Fische noch länger am Platz beschäftigen können, gehen wir her und machen uns noch Pellets an. Das sind hier 2 mm Pellets. In Halibut. Das gebe ich in ein Schälchen und bedecke die jetzt für eine Minute komplett mit Wasser. Dann wird das Wasser abgekippt und fertig ist der Pellet. So ist der Pellet ideal. Überstulden, einmal anziehen. Die ideale Bodenablage. Dann haben wir neu im Feedermaster Programm ein schönes Hardcase mit einer Länge von 1,75 m. Ein Hardcase hat einfach den Vorteil, die Ruten sind absolut geschützt. Der Köcher hier für die Rollen ist extrem weit ausgebuchtet. Dort würdet ihr sogar 2 Ruten versetzt zueinander reinbekommen. Und dann haben wir hier noch einen seitlichen Trageriemen, den man abmachen kann. Muss man richtig montieren. Und dann kann ich die Rudentasche ganz bequem hier tragen, ohne dass sie in meine Kniekehle stößt, weil sie seitlich wegsteht. Für den Komfort an den Schultern haben wir hier noch eine schöne Polsterung. Bevor ich das Angeln beginne, suche ich natürlich erst mir einen Angelplatz und schaue, ob der keine Hindernisse hat. An diesem See eignet sich natürlich hervorragend diese Insel hier. Es ist immer ein Aufenthaltspunkt. Ich klippe hier den Schnurrclip ein. Mach nochmal einen Kontrollwurf, dass auch wirklich alles in Ordnung ist. Sauber. Dort werde ich mein Glück versuchen. Zu Beginn füttern wir erstmal 3 Futterkörbe an. Den Beule hier reinlegen, Futter draufpacken, einmal andrücken. Fertig ist das Spiegelei. Gekommen. Ich schätze, wir haben hier eine Wassertiefe von ca. 1,5 Metern. Jetzt mit leichten Schlägen das Futter aus dem Korb schlagen. Dann wieder ein Mix aus den 2 mm Pellets, Grundfutter, einfach draufpacken, abziehen, ganz einfach. Ihr habt es gehört, durch den Schnurrclip
und das Aushuchen eines markanten Punktes am gegenüberliegenden Ufer treffe ich immer den gleichen Futterplatz und zentriere die Fische genau auf 1 bis 2 Quadratmeter, je nachdem, wie genau ihr werfen könnt. Jetzt füttern wir noch einen Korb. Den Boilie habe ich schon montiert. Und dann lasse ich die Montage im Wasser und hoffe, dass ein schöner Fisch gleich meinen Köder findet und diesen auch frisst. Der Wurf ausholen, anvisieren, werfen. Ankommen lassen, leichte Schläge. Und jetzt geht's los. An. Der erste Fisch ist gelandet, da hat jetzt noch kein Release-Clip ausgelöst, aber Boilie hängt. Schöner Giebel. Kein großer, aber lieber Kleinfisch anstatt keinen Fisch. Eine schöne Brasse. Oh, die Fische sind sehr, sehr warm. Naja, schön am 16er Haken und eine 7,5 mm Boilie. Ach, yes. Oh, das ist ein etwas besserer Mann. Ich habe jetzt einen Rotauche und einen Brassen gefangen. Hier sieht man eine richtig schöne parabolische Aktion, obwohl jetzt noch ein kleiner Fisch dran ist. Da wieder ein Giebel, aber jetzt schon etwas größer. Es ist wichtig, dass bei Method Feedern eben eine Aktion ist, dass die Fische nicht ausschlitzen. Das war jetzt ein vehementer Biss. Hier gehe ich jetzt her. Mach einmal den Rücklauf rein. Ah, und da sehe ich's. Uiuiui. Die Fische, die sind echt richtig warm, das ist der Hammer. Ganz viel Kraft. Und hier den schönen kleinen Boilie drin. Karpfen, Zielfisch, Karpfen, Mini-Format. Oh, aber großes Mund, ne? Giebel. Ja, heute ist nur die kleine Schule unterwegs. Leider nichts machen. Ich habe jetzt auch mal den Boilie gewechselt auf einen kleinen gelben. Ein gelber Boilie ist oft sehr gut, weil es imitiert halt das Maiskorn. Ja, aber dann haben wir den hier.